Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 9. Wer ist es, der ohne Einsicht den Rat verdunkelt? So habe ich denn im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Hiob, Kapitel 42, Vers 3. Mit fest geschlossenen Augen lag Eliphas auf dem zerschlissenen Futon. Durch den verebbenden Schmerz auf seiner Stirn spürte er, wie die Wärme des Feuers gegen die klamme Kälte des Saals ankämpfte. Der Schmerz kam jetzt nur noch in langsamen, dumpfen Wogen. Während des Rituals hatte der Kompteur das Gefühl gehabt, mit jedem einzelnen Nadelstich gehe ein weiterer Nerv in seiner Haut in Flammen auf. Doch jetzt konnte er Taubheit und Schmerz kaum noch voneinander unterscheiden. Die Tätowierung wurde traditionell auf der Stirn abgeschlossen und es war genauso Teil der Tradition, dass dieser letzte Schritt besonders schmerzhaft war. Er wusste nicht, ob es einfach daran lag, dass die Stirn eine so empfindliche Körperstelle war oder ob die anderen Kompteure den Tätowierer angewiesen hatten, die Prozedur besonders unangenehm zu gestalten. Jedenfalls war Eliphas froh, dass jetzt alles vorüber war. Nicht nur die Tätowierung selbst, sondern auch die Zeremonie danach. Kaum war der letzte Nadelstich getan, hatten die anderen ihn unter lautem Beifallsschrei vom Stuhl gerissen. Schmerz und Blut hatten seinen Blick verschleiert und er hatte sich kaum auf den Beinen halten können. Schlachtgesänge waren angestimmt worden und er hatte eine schiefe Sackpfeife gehört. Dann war eine große Schale mit warmem Reiswein herumgereicht worden. Er konnte sich nicht erinnern, wie oft sie ihm an die Lippen gesetzt worden war, doch er wusste noch, dass der klare Wein sich bei jedem Mal röter gefärbt hatte. Schließlich hatte er sich in den Armen zweier junger Frauen wiedergefunden. Huren, ohne Frage. Was die beiden Frauen mit ihm angestellt hatten, konnte er nicht mehr sagen. Das Letzte, woran er sich erinnerte, war, wie er sich erbrochen hatte, während ihn jemand von hinten festhielt. Dann war ihm schwarz vor Augen geworden. Jetzt war Eliphas allein. Sie hatten ihn vor dem großen Kaminfeuer am Ende des Saals auf einem einfachen Futon liegen lassen. Die Kirche verlangte nicht, dass ein Kompteur sich tätowieren ließ. Im Gegenteil, es wurde bestenfalls geduldet, dass die Templer auf diese Weise den Engeln nacheiferten. Auch wenn ihre Tätowierungen natürlich nur entfernt an die kunstvolle Skriptura eines Engels erinnerte. Aber der Brauch existierte schon seit unzähligen Generationen und jeden Amateurer, die die Tätowierung eines Kompteurs trugen, wurden besonderer Respekt entgegengebracht. Jeder Kompteur, der sich dem Ritual verweigerte, würde danach sein Leben lang ein Feigling genannt werden. Wie kindisch, dachte Eliphas und versuchte sich zu erheben, aber eine neue Welle dumpfen Schmerzes raste durch seinen Körper. Mittlerweile war sein Kopf zumindest wieder so klar, dass er genau spürte, wie die Tätowierungen auf seinem ganzen Körper brannten. Vorsichtig richtete er sich erneut auf und sah an sich herab. Bis auf eine einfache, knielange schwarze Baumwollhose, die um die Hüfte mit einem Stoffstreifen geschnürt war, war er unbekleidet. Die Haut seines Oberkörpers war überall gerötet und angeschwollen. Die Tätowierung selbst war an vielen Stellen mit halbgetrocknetem, klebrigem Blut bedeckt und der bittere Geruch von Erbrochenem stieg ihm in die Nase. Er musste alle Kraft zusammennehmen, um sich am steigenden Kaminsims in die Höhe zu ziehen. Nachdem der erste Schwindelanfall vorüber war, klappte es mit dem Stehen jedoch recht gut. Dem Feuer nach zu urteilen, konnte er nicht allzu lange geschlafen haben, also musste es noch mitten in der Nacht sein. Wenn er sich beeilte und schnell den Weg zurück in sein Quartier fand, würde er vielleicht vor Sonnenaufgang noch ein paar Stunden Schlaf finden. Das war der letzte Teil seiner Initiation. Nur wenn es ihm gelang, rechtzeitig und voll gerüstet zum nächsten Morgenappell zu erscheinen, würde er sich nicht dem Gespött der anderen Kompteure aussetzen. Natürlich würde das vorbeigehen und irgendwann würde er nur noch zählen, dass er sich
von all den Strapazen erfolgreich ausgesetzt hatte. Aber die nächsten Wochen würden die Hölle sein, wenn er es nicht schaffte. Außerdem wusste er, dass seine Rotte mit den anderen Beutereitern Wetten abgeschlossen hatte und er wollte sie nicht enttäuschen. Eliphas war in einem relativ kleinen Saal aufgewacht. Vielleicht hatte er ursprünglich als Speise- und Versammlungsraum für die Amatura eine Zenturie gedient. Zurzeit schien er jedoch nicht benutzt zu werden. In einer Ecke waren einige hölzerne Tische und Stühle aufgestapelt worden. Ansonsten war der Saal leer, von seinem Lager und ein paar leeren, tönenden Reisweinflaschen einmal abgesehen. Er musste sich irgendwo mitten im Himmel befinden, denn es gab keine Fenster. Eine große, zweiflügelige Tür an der Steinwand gegenüber dem Kamin schien der einzige Ausgang aus dem Raum zu sein. Vorsichtig schlurfte Eliphas zu der Tür hinüber und drückte dagegen. Sie war verschlossen. Er hatte auch nichts anderes erwartet. Entweder gab es noch einen anderen Ausgang oder irgendwo im Saal war ein Schlüssel versteckt. Oder erwarteten die Kompteure, dass er durch den Kamin kletterte? Nein, dachte er, so schwer würden sie es ihm nicht machen. Sie würden ihm eine faire Chance geben, zu entkommen. Es war ein unheimlicher Moment gewesen, als Hiob das Refektorium betreten hatte. Alle Gespräche waren augenblicklich verstummt. Und er hatte fast körperlich gespürt, wie sich die Blicke aller Anwesenden auf ihn richteten. Sein Führer hatte ihm bedeutet, an der Tür stehen zu bleiben und war durch die Reihen der vernarbten Gesichter zu einer besonders schwer entstellten Engel hinübergegangen, der anscheinend der Anführer der Gruppe war. Hiob hatte seine eigenen Narben in den letzten Wochen und Monaten fast vergessen, doch jetzt spürte er, wie sich die dünne Haut über den alten Wunden spannte, als sei er erst gestern aus der Bewusstlosigkeit erwacht. Der Engel mit dem rot glänzenden, vernarbten Schädel kam zu ihm hinüber. Er war gut einen Kopf kleiner als Hiob, doch durch seine grässliche Verletzung wirkte er viel älter. Sein Gesicht war runzlig wie das eines Greises. »Ich grüße dich, mein raguelitischer Bruder. Ich bin Tahumiel vom Orden der Gabrieliten.« Er deutete eine Verbeugung an und Hiob antwortete mit einem Kopfnicken. Er war immer noch viel zu überrascht und verunsichert, um etwas zu sagen. Tahumiel deutete seinen fragenden Blick offenbar richtig und breitete die Arme raus. »Dies hier ist ein geheimes Treffen der Passagianten. Wir freuen uns, dir die Ehre erweisen zu können, unser Gast zu sein.« Die anderen Mitglieder der merkwürdigen Versammlung senkten ihre Blicke und murmelten einen Gruß. »Was wollt ihr von mir?« platzte Hiob heraus. Erschrocken über sich selbst fügte er dann hinzu, »Mein Name ist übrigens Hiob.« Tahumiels Lächeln ließ die Falten um seinen entstellten Mund noch tiefer wirken. »Wir wollten dich kennenlernen, Hiob. Du musst unsere ungewöhnliche Einladung verzeihen. Wenn du erst mehr über uns erfahren hast, wirst du sicher verstehen, warum wir dich heimlich des Nachts zu uns geholt haben.« Mit den letzten Worten war Tahumiel zu einem der langen Tische des Refektoriums hinübergegangen. »Setzen wir uns doch, dann können wir dir etwas mehr über uns erzählen.« Zögernd trat Hiob an den Tisch und ließ sich an einer Ecke auf dem langen Holzschemel nieder. Tahumiel war mit einer fließenden Bewegung auf die gegenüberliegende Bank gesprungen und kauerte dort nach der Art der Engel. Langsam ließen sich auch die anderen Passagianten an dem langen Tisch nieder. Eine drahtige Gabrielitin fiel Hiob besonders auf. Drei lange Narben zerschnitten ihr Gesicht und sie musste großes Glück gehabt haben, sonst hätte sie zweifellos ihr Augenlicht verloren. Sie war Tahumiel die ganze Zeit nicht von der Seite gewichen und ließ sich auch jetzt dicht neben ihm nieder. Tahumiel hatte seinen Blick offenbar bemerkt und sah kurz zu ihr hinüber. »Das ist Schwester Raziel. Sie hat kürzlich den größten Teil ihrer Schar verloren.« »Das tut mir leid.« »Das muss es nicht, Bruder«, antwortete Raziel kalt. »Es war ihr Schicksal.« »Wir Passagianten glauben, dass unser aller Erfüllung im Kampf gegen die Mächte des Bösen liegt.
erklärte Tahomiel beschwichtigend. Im Kampf finden wir Weisheit, Einsicht und Erleuchtung. Oder aber den Tod. Jeder Einzelne in diesem Raum, ob Engel oder Templer, hat dem Tod mindestens einmal ins Auge geblickt. Und in jenem Moment, als wir mit unserem Leben abgeschlossen hatten, kam die Erleuchtung. Wir haben den Sinn unserer Existenz gefunden und den Frieden mit uns selbst und Gott gemacht. Und dann hat der Herr uns das Leben geschenkt. Jetzt ist es unsere heilige Pflicht, immer wieder im Kampf, in der Schlacht, die Erleuchtung zu suchen und die Feinde des Herrn zu vernichten. Hiob nickte langsam. Ich verstehe. Das hoffen wir sehr. Hast du nicht auch einen Moment der Erleuchtung erlebt, als du so schwer verwundet wurdest? Dürfen wir dich bitten, von der Schlacht zu erzählen, in der du deine Flügel verloren hast? Tahumiel sah ihn aufmerksam an und auch die anderen Passagianten hatten ihre Blicke wieder aufmerksam auf ihn gerichtet. Nach einem langen Moment des Schweigens begann Hiob langsam und zögernd zu erzählen. Er berichtete von seiner Botenmission und dem Kampf mit den Feuerkäfern, erzählte, wie er dann bei Irene aufgedacht war und wie sie ihn gepflegt hatte. Die Passagianten waren gute Zuhörer, und schon bald erzählte er mit Leidenschaft von der Zeit in Valenkas und von davor. Und wie er versucht hatte, zu lernen, als Mensch zu leben. Als er berichtete, wie er beschlossen hatte, seinen Engelsnamen abzulegen und sich Hiob zu nennen, ging ein leises Raunen durch das Publikum, aber niemand wagte es, ihn zu unterbrechen. Es war ein gutes Gefühl, diesen vollkommenen Fremden von seinen Erlebnissen zu berichten. Anderen Engeln, die bereit waren, ihm zuzuhören, die sich tatsächlich auf seine Geschichten einließen. Seit den Ereignissen im Kloster von Rhodes hatte er außer mit Anne und Eliphas mit keinem Angehörigen der Kirche mehr über seine Visionen gesprochen. Und weder Anne noch der Kompteur repräsentierten für ihn jene Kirche, die er selbst auch einst gedient hatte. Ihr Schicksal war zu dicht mit dem Seinen verwoben, und wie er selbst standen sie außerhalb des Systems. Nicht so die Passagianten. Dennoch hingen sie wie gebannt an seinen Lippen, als er von seinen Visionen berichtete. Für sie war seine Verkrüpplung kein Makel, sondern Zeichen einer besonderen Bestimmung. Tatsächlich hatte Eliphas hinter den zusammengeschobenen Möbeln in der Ecke eine kleine Dienstbotentür entdeckt, die unverschlossen gewesen war. Jetzt stieg er, in seine blutverkrustete Decke gewickelt und mit einem Holzscheit aus dem Feuer als notdürftige Fackel ausgerüstet, die schmale Treppe hinauf, die sich hinter der Tür verborgen hatte. Er hatte bereits aufgehört, die Stufen zu zählen und fragte sich, ob er besser den Weg abwärts gewählt hätte, denn die Treppe hatte sich von dem Saal auch sowohl nach oben als auch nach unten ins Dunkle erstreckt. Bereits zweimal hatte er an einer anderen kleinen Tür gestanden, doch die eine war verschlossen gewesen und die andere hatte in einen weiteren, leeren Raum mit zwei verschlossenen Türen geführt. Immerhin hatte dieser Saal Fenster gehabt und er hatte sich so versichern können, dass es tatsächlich noch Nacht war. Während des ganzen Aufstiegs hatte er kaum ein Geräusch vernommen und er fragte sich, ob das einfach daran lag, dass die Mauern, durch die sich die Treppe wand, so massiv waren, oder ob dieser Teil des Himmels wirklich vollkommen verlassen war. Zumindest hatte die eintönige Anstrengung des Treppensteigens ihn relativ schnell wieder nüchtern gemacht und es war ihm gelungen, sich so weit zusammenzureißen, dass Schmerz und Übelkeit nicht mehr als ein dumpfes Unbehagen irgendwo am Rande seines Bewusstseins waren. Warum nahm er nur all diese Strapazen auf sich? Sollte er jetzt nicht irgendwo in Europa auf der Jagd nach dem letzten Raguliten und dem Liberagulitorium sein? Es war ihm tatsächlich gelungen, festzustellen, dass Hiobs Ordensbruder in Nürnberg gewesen war und den Himmel mit Ziel Prag wieder verlassen hatte. Doch anstatt sofort die Verfolgung aufzunehmen, hatte er sich auf die albernen Spiele der Kompteure eingelassen und sich dem Ritual der Zeichnung unterworfen.
Er hatte sich entschieden, auf Nummer sicher zu gehen, auch wenn er nicht genau sagen konnte, warum. Er wünschte Hiob Erfolg bei seiner Aufgabe und ein Teil von ihm wusste auch, dass das Schicksal der Welt davon abhängen könnte, dass das Ordensbuch nicht in die falschen Hände geriet. Doch er scheute sich davor zu entscheiden, welches in diesem Fall die falschen und welches die richtigen Hände waren. Natürlich durfte das Buch nicht in die Klauen des Herrn der Fliegen fallen, aber er war sich einfach nicht sicher, ob es gut war, wenn Wissen, dass das heiligste Geheimnis eines Engelsordens gewesen war, in den Besitz eines anderen Ordens überging. Wem konnte man diese immense Verantwortung zutrauen? Eliphas schüttelte den Kopf. Er musste diese schwarzen Gedanken ein für allemal aus seinem Kopf verbannen und nach vorn blicken. Er musste jetzt erst einmal diese Nacht überstehen und dann seine Zeit als Kompteur erfolgreich abschließen. Wie als hätte er sich selbst das Stichwort gegeben, stolperte Eliphas unvermittelt in einen großen Raum. Ein schwacher Geruch nach Essen und kalter Asche hing in der Luft, und im letzten Schein seiner improvisierten Fackel konnte Eliphas lange Reihen großer Töpfe und Pfannen glänzen sehen, die von der Decke hingen. Er war in einer der Küchen des Himmels gelandet. Zwar wurde hier derzeit nicht gekocht, aber dennoch schien sie nicht gänzlich außer Gebrauch zu sein. Denn nach kurzem Suchen fand er auf einem Board ein paar Tage Kerzen und Zündhölzer. Als er sich im Schein der Kerzen umsah, stellte er fest, wie groß die Küche wirklich war. Sie musste für die Versorgung einer ganzen Kohorte ausgelegt sein. Der Anblick der Kirche und der Essensgeruch hatten seinen Hunger geweckt, und mit einer Kerze ausgerüstet, fand er außer mehreren Säcken Reis auch einige Schinken und Dauerwürste, die in einem rußigen Kamin aufgehängt waren. Die höheren Bereiche des Himmels wurden über ein kompliziertes Pumpsystem mit Wasser versorgt, und als er bei seiner Suche auf ein Becken mit einer Pumpe stieß, nutzte er, nachdem er seinen Durst gelöscht hatte, die Gelegenheit, sich dem gröbsten Schmutz abzuwaschen. Danach fühlte er sich besser. Es stellte sich heraus, dass die Haupttür der Küche ebenfalls verschlossen war. Aber die Treppe, über die er gekommen war, war nicht der einzige Dienstbotengang, der von hier ausging. Neben einer Treppe, die weiter nach oben führte, fand er noch drei weitere schmale Gänge, die sich auf dieser Ebene des Himmels durch die dicken Mauern zogen. Er beschloss, einem beliebigen dieser Gänge zu folgen. Vom Treppensteigen hatte er erst einmal genug. Die Versammlung im Refektorium war mittlerweile noch größer geworden. Insgesamt mussten sich jetzt an die 3 Dutzend Engel und Templer um den langen Tisch drängen, an dem Hiob mit Tahumiel und einigen anderen saßen. Durch die wenigen Fragen, zu denen er bisher Gelegenheit gehabt hatte, hatte er herausgefunden, dass alle Passagianten Gabrieliten waren. Normalerweise offenbarten die verschworene Gemeinschaft sich den Mitgliedern anderer Orden auch nicht, doch für ihn hatten sie eine Ausnahme gemacht. Du solltest darüber nachdenken, ob du nicht den Himmel in Nürnberg zu deiner neuen Heimat machen willst, hatte Tahumil ihm vorgeschlagen, und die Vorstellung, wieder einen Himmel anzugehören und die Freunde und Verbündete zu haben wie früher, hatte eine seltsame Sehnsucht in Hiob wachgerufen. Doch dann hatte er von seinem Versuch berichtet, die Kinder aus der Gewalt der Beutereiter zu befreien und davon, wie er einen der Söldner getötet hatte, und einige der Templer hatten zu murren begonnen. Die Älteren von ihnen erkannten Eliphas und seine Rotte und verstanden überhaupt nicht, wie er sich ihnen hatte entgegenstellen können. »Wir brauchen die Beutereiter«, hatte Tahumil ausgesprochen, was alle gedacht hatten. »Die angelitische Kirche braucht die Kinder. Nur aus den reinsten von ihnen können Engel werden, die im Kampf gegen den Herrn der Fliegen siegen werden.« Hiob war überrascht, wie offen Tahumil seine eigene Vermutung über die Herkunft der Engel zur Sprache brachte. Für alle anderen, selbst für Eliphas, schien der Zusammenhang Kinder, Beutereiter, Engel immer noch ein großes Mysterium gewesen zu sein, oder zumindest ein Tabu, über das man nicht sprach. Wieder hatte Tahumil ihm seine Verwunderung nur allzu deutlich angesehen, denn der Sprecher der Passagianten fügte hinzu: »Wir haben schon vor langer Zeit festgestellt, dass die angelitische Kirche Kinder zu Engeln des Herrn macht. Es war eine der ersten Erkenntnisse, die der Herr uns im Kampf offenbarte. Auch wir haben anfangs gezweifelt und uns gegen die Wahrheit gewehrt, aber der Herr hat uns auch gezeigt, dass dies der einzige Weg ist.
Die Menschheit braucht uns, Bruder Hiob. Und nur die Kirche kann uns hervorbringen. Und deshalb müssen wir sie schützen und unterstützen, so gut wir nur können. Mit einem Schlag wurde Hiob klar, wie wenig diese Leute verstanden, was ihn bewegte. Und umso genauer konnte er auf einmal erkennen, was er tun musste. Die Passagianten waren nur fanatische Eiferer, kein Deut besser als Abbildert und seine Brüder. Auch wenn sie einen anderen Vorwand gefunden hatten, der gewaltigen Maschinerie der angelitischen Kirche zu dienen. Doch Hiob wollte keinem Dogma mehr nachjagen. Endlich war er frei und konnte seine eigenen Entscheidungen treffen und immer wieder aufs Neue feststellen, was gut und was böse war. »Ihr seid doch alle blind!« rief er aus und sprang vom Tisch auf. Eindringlich sah er sich um, doch er blickte allseits nur in gefrorenen Mienen der Ablehnung. »Ich dachte, ihr hättet Weisheit gefunden!« Könntet hinter die Machenschaften der Kirche sehen und selbst entscheiden, was richtig ist. Doch ich habe mich in euch getäuscht. Nach allem, was ich gesehen habe, habt ihr euch trotzdem für den Weg der Kirche entschieden. Ihr habt der Weisheit bewusst den Rücken gekehrt. Die Passagianten umringten ihn jetzt mit fast unverhohlener Feindseligkeit. »Wage es ja nicht, uns noch weiter zu beleidigen«, presste Raziel hervor und starrte ihn aus kalten Augen herausfordernd an.